Ja, willkommen zu diesem neuen Video. Lange ist es her, das sage ich irgendwie jetzt schon ziemlich oft in manchen Videos, dass ein Lager-Vlog kam, aber es ist wieder soweit. Ganz kurz zu Anfang, bevor wir zum eigentlichen Bauprojekt des heutigen Videos kommen. Im Lager hat sich ein bisschen was verändert. Ich dachte, ich mache mal kurz ein Update mit euch, weil es ja einige interessiert. Man mag es auf den ersten Blick nicht sofort erkennen, aber ein paar Sachen sind passiert. Erstmal haben wir das Regal hier hochgesetzt, damit die D-Life runterpasst, weil die ist genau hier immer zur Kante gegengeknallt. Und die musste irgendwo hin und hat immer von irgendeinem Regal davor und das war irgendwie ein bisschen uncool. Und deswegen, endlich ist mal alles beschriftet. Klar noch handgeschrieben, Druck wäre ein bisschen cooler, aber es passt erstmal für die eigene Logistik. Und in unserem Lager, in meinem Lager, ich sage immer unseren, weil am Ende sind es trotzdem mehrere, die manchmal hier mitspielen, haben wir nicht genug Platz, um Touren einzulagern. Komme ich gleich zu. Weshalb einige Geräte an den normalen Platz stehen müssen. Damit wir aber wissen, welche Geräte zu welchen Tour gehören, haben wir jetzt an jedem Gerät ein Schildchen dran und jeder Künstler hat bei uns eine Farbe. Zum Beispiel Pink, Esther Graf. Weiß ich genau, wenn ich zum nächsten Festival shoppen muss, nehme ich das aus dem Tourlagerplatz mit, wo eben Backline und sowas steht und eben die Pulte, Geräte, die da verplant sind. In dem Fall der Mikrofonkoffer, der ist verplant. Klar, der DX16-8, der selber auch übrigens alles beschriftet ist mit dem jeweiligen Künstler. Die D-Life da unten, hier zum Beispiel die SQ, ist gerade mit Kleid unterwegs, sollte mit Brunke auch losziehen, aber das mache ich jetzt doch mit D-Life. Und ja, man munkelt, vielleicht kommt auch eine Frau Boot mal ins Boot, müssen wir mal gucken. Wird wahrscheinlich auch eine SQ-Tour dann. Weshalb ich übrigens nochmal zwei DX nachgeordert habe, eben insgesamt dann 3 Stück. Das heißt, einmal immer eine beim D-Life mit und 2 für die SQ oder halt mal so, man kann jetzt zum Glück jonglieren. Dann hat man auf jeden Fall im Pult-Game schon einiges, was man nutzen kann. So. Ich hoffe jetzt mal, in den vorherigen Clips hat mein Mic nicht so geklippt. Irgendwie hat sich meine Funke umgestellt, habe ich gerade gesehen. Weiß auch nicht warum. Das ist sozusagen einer der Tour-Lagerplätze. Hier so rot markiert, das ist jetzt quasi ein Esther Graf-Projekt. Der ist gerade offen, weil ich daran denken muss, die Musi-Tracks hier noch runterzuziehen. Einfach so eine kleine Gedankenstütze und die muss ich ins Packcase wieder packen. Aber ich roll jetzt nicht alles raus, um die Kabel reinzuschmeißen. Das mache ich dann, wenn ich die sowieso rausziehe. Deswegen liegen die jetzt hier oben drauf. Klar, hier ist halt so Backline drin, Gitarren, Camper. Das Rack, das kennt ihr ja schon, nur ein bisschen geupdatet mit eigenen PSM-Strecken, wo eben alles ja, für die Tour quasi fertig ist. Man das nur in ein Auto schmeißen muss und fährt direkt los. Und von dem Space werde ich jetzt hier nochmal einen einrichten, eben dann für eine zweite Tour, dass man das immer ganz geil einlagern kann. Nee, lasse ich lieber offen, sonst vergesse ich das runterzuziehen. Kommen wir nun zum Thema des eigentlichen Videos heute. Und zwar möchte ich etwas updaten. Meine Halle, die eigentlich ein Lager ist, wie ihr wisst, wurde aber auch schon für Events umfunktioniert. Ganz einfach, Molton hier abgehangen. Ihr wisst ja aus meinen Traversen-Videos, falls nicht, hier oben in der Infocard mal angucken, dass Traversen genauso geplant sind, dass ich das Molton genau vor die Regale hängen kann, um eben den Platz noch wirklich nutzen zu können. Das heißt, wir hatten hier auch schon kleine Konzerte, wir hatten hier schon, klar, ein paar Privatpartys, warum auch nicht, man sowieso schon so eine Halle hat. Und hier haben auch schon einige Bands geprobt, unter anderem Tropical Limited, die Band von Esther Graf haben wir hier auch gemacht, Brunke wird ja auch proben und noch viele weitere, was ich ganz schön finde. Und dementsprechend habe ich logischerweise auch, weil ich das persönlich cool finde, eine kleine Wall of Fame, wo eben jeder Artist, der schon mal hier war, einmal seinen Kringel hinterlässt. Und ich habe Tropical Limited schon auf einer Rigipswand unterschreiben lassen, weil ich dachte, hey, das ist perfekter Spot. Aber irgendwann war ich so, eine Rigipswand mit einer richtig schlecht gespachtelten Naht vom Vorgänger. Nee, das ist es nicht. Also es muss schon irgendwas sein, was unseren Anspruch gerecht wird. Mal gucken, ob wir es schaffen. Ich weiß, viel Gegenlichtbild ist hässlich, aber ist erstmal egal. Hier über der Tür, wo es quasi in den oberen Lagerräumen geht und zum Office, da ist diese Wand, wo ich möchte, dass die Künstler unterschreiben. Da hat auch schon Tropical unterschrieben und ja, Special Service. Und das sieht doch nicht aus. Da muss was Cooleres her. Ich habe jetzt auch mal auf meine alte Funke gewechselt. Diese Heulendstrecke hat gerade nur Stress gemacht. Müsste jetzt besser gehen. So, ist ja fast schon wie im Truppe hier. Nein, ganz kurz zu Anfang ein kleiner Hinweis. Ich bin kein Kanal für Holzwerk. Hat schon mal jemand damals geschrieben bei der Anlage, wie lange es manchmal dauert. Ich bin
Veranstaltungstechniker, ich mache Tontechnik, live, laut, leise, Mischpult und so. Ich habe mit Holzwerken nicht allzu viel am Hut, so ein gewisses Grundwissen, sage ich mal. Sollte viel aber reichen, also dementsprechend, wenn ihr richtige Kanäle sehen wollt, wenn es ums Holzwerken geht, dann guckt Jonas Winkler, Let's Bastel, whatever, nicht bei mir. Okay, ich habe jetzt mal hier so ein paar Profile geholt, die müssen wir erstmal aufschneiden. Die habe ich damals noch von meinem sehr geschätzten Vorgesetzten geschenkt bekommen, vom André, vom Förster. die habe ich immer noch und habe dem Mann allgemein echt viel zu verdanken, muss man mal echt sagen. Und diese Profile nutzen wir gleich, um was Cooles zu bauen. Folgendes, ich möchte logischerweise jetzt hier irgendwie was abtragen. Also vielleicht, seht ihr das überhaupt? Ja, vielleicht so. Das reicht zum Unterschreiben als Platz. Muss auch nicht allzu groß sein. Mein Plan ist, das ist hier die Milchglasseite vom LED-Profil. Also man kann es quasi hier aufmachen, den Streifen da reinlegen. Dass wir einen Rahmen bauen, der sozusagen so hier einmal außen rum geht. So, quasi so in die Mitte leuchtet. Logisch. Ich möchte dennoch, dass von außen das mit Holz verkleidet ist. Also noch so ein Stück so ein Holz übersteht. Damit man nicht diese weißen Profile sieht, weil das finde ich jetzt nicht so ultra schön, muss ich sagen. Und dann machen wir daraus unsere leuchtende Wall of Fame. Und das stelle ich mir ehrlich gesagt ziemlich cool vor. Ich habe jetzt mit Hilfe von zwei Latten und zwei großen Schraubzwingen die Seitenkanten angeleimt, weil ich wollte nicht an der Seite keine Schrauben haben, weil das sieht man, der Lack macht mich fertig. Man sieht sonst die Schrauben in der Entfernung und das will ich nicht. Ich möchte, dass es irgendwie plan Holz ist. Ich habe jetzt auch mal die ganze Grundfläche hier mit Klarlack eingesprüht, damit einfach beim Edding später alles irgendwie verschmiert und ins Holz so wie eine Blume aufgeht. Und ihr wisst, wie das meint, damit es einfach nicht in den Edding getränkt wird, sage ich mal, und dann eine gewisse Schutzschicht drauf ist. Ich mache jetzt Mittag, lasse das hier austrocknen, ausnebeln und muss jetzt hier weg.